Unsere Kinder sind die Zukunft und deshalb sollten wir sie stärker mit einbeziehen, zum Beispiel bei politischen Entscheidungen. Das meint auch mein heutiger Gast Tobias Gotthardt. Ich grüße Sie. Herr Gotthardt, Sie sind amtierender Vorsitzender des Landtagsbildungsausschusses. Sie sind bildungs- und jugendpolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion bei uns im schönen Bayern. Und jetzt kommt's, Sie sind Vater von 3 Kindern. Glückwunsch erstmal, wow, Respekt. Also wissen Sie, wovon Sie reden, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Welchen Eindruck haben Sie, Herr Gotthardt, wie kommt die Jugend bislang durch die Pandemie? Da gibt es 2 Seiten mit der Geschichte. Das eine ist, wir haben politisch und gesellschaftlich den Kindern und Jugendlichen unglaublich viel abverlangt in der Pandemie. Eine unglaubliche Solidarität, die notwendig war im Anfang, die auch Maßnahmen nach sich gezogen hat, wie die Schließung der Schulen, das Zurückfahren der Jugendarbeit. Und in all dem, das ist Teil 2 der Geschichte, waren die Jugendlichen unglaublich kooperativ. Ich glaube, wir können stolz sein auf das, was die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie mitgetragen haben, stehen aber auch in der Pflicht, es wieder gut zu machen. Jetzt hat ja die Staatsregierung auf Antrag der Freien Wähler das sogenannte Bayerische Jahr der Jugend 2022 ausgerufen. Finde ich, klingt irgendwie sehr cool. Was bedeutet das? Es heißt vor allem, dass wir in diesem Jahr den Fokus ganz, ganz stark auf die Kinder und Jugendlichen legen wollen. Das ist genau dieses Zurückgeben, was ich gerade angesprochen habe, zu sagen, wir wissen, was wir euch abverlangt haben und wir wollen deswegen, dass ihr in diesem Jahr noch mehr als sonst für uns in der Politik im Mittelpunkt steht und das ist das Ziel des Bayerischen Jahres der Jugend. Sind da konkrete Aktionen geplant? Es ist so, dass wir gerade daran arbeiten. Wir haben 2 zuständige Ministerien. Das eine ist das Sozialministerium mit dem daran angeschlossenen Bayerischen Jugendring, die bereits sehr intensiv an Maßnahmen arbeiten. Und das andere ist das Kultusministerium, die auch gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung an Maßnahmen arbeiten, an Aktionen arbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir politisch, aber auch von den Jugendverbänden ausgehend einen richtigen Schwung in die Sache reinbringen, ja. Herr Gotthardt, wenn Sie sich so sehr für mehr Jugendbeteiligung auf allen politischen Ebenen einsetzen, bedeutet das, da geht noch nicht so viel? Doch. Bayern hat einen hohen Standard in der Jugendbeteiligung. Da muss man auch der Sozialministerin Trautner ein wirkliches Danke sagen. Sie hat das also auch als Schwerpunkt auserkoren. Aber es ist nicht so, dass wenn man gut ist, man nicht besser werden könnte. Und wir haben viele Bereiche, wo wir sagen, da wollen wir die Jugendlichen noch besser einbinden als bisher. Und ich bin da sehr ambitioniert. Ja, das leidige Thema Corona begleitet uns schon zu lange und hat natürlich auch das Leben der Jugendlichen eingeschränkt. Ist es denn überhaupt unter diesen Bedingungen möglich, dass junge Frauen, junge Männer intensiver noch in der Politik mit einbezogen werden können? Es ist möglich, gerade bei der jungen Generation, weil die junge Generation sehr stark auf sich aufmerksam macht und die junge Generation mit digitalen Möglichkeiten umgehen kann. Das ist jetzt noch besser gelernt jetzt in der Pandemie, aber es hilft uns, den Kontakt zu halten, auch wenn man sich vielleicht aktuell nicht in größeren Veranstaltungen treffen kann. Die Jugend hat sich bei mir immer zu Wort gemeldet und ich habe auch nie während der Pandemie irgendwo den Draht zur Jugend, jetzt im bildlichen Sinn, verloren, sondern mir fällt auf, dass die Jugendlichen sehr genau sagen, auf allen Wegen, was sie haben wollen. Jetzt haben Sie ja im vergangenen Jahr, das muss ich ablesen, das sogenannte Jubel-Paket für Jugendbeteiligung auf Landesebene auf den Weg gebracht. Welche Ziele werden damit verfolgt? Jubel steht für mehr Jugendbeteiligung auf Landesebene. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen da nicht nur Einzelmaßnahmen angehen, sondern all das zusammengenommen in einem Paket sehen und haben inzwischen gemeinsam mit dem Koalitionspartner 12 Anträge erfolgreich eingebracht in den Bayerischen Landtag. Einer ist das Bayerische Jahr der Jugend 2022. Wir haben auch andere Anträge, wie zum Beispiel, dass wir eine Service- und Koordinierungsstelle für Jugendbeteiligung schaffen wollen in Bayern. Wir haben mehr Jugendbeteiligung im kommunalen Bereich, das heißt den Ansatz, dass Kommunen eine Jugendvertretung jedweder Art, die kann unterschiedlich ausschauen, schaffen müssen, dass es zum Beispiel in Kommunen nicht nur eine Bürgerversammlung geben muss, sondern auch eine Jugendbürgerversammlung.
Und ich glaube, das sind wichtige Ziele, ganz pragmatisch und ganz praktisch dran zu gehen. Also Jugendbeteiligung nicht so zu designen, dass es darum geht, irgendwie ein schönes Event zu gestalten und mal kurz so zu tun, als würde man zuhören, sondern wirklich nachhaltig zuhören und dann auch umsetzen, was die jungen Menschen sagen. Wie stehen Sie denn persönlich zur Herabsenkung des Wahlalters? Also man sagt ja immer so schön, dass 16-Jährige vielleicht noch nicht die Reife haben, um zu wählen. Wie stehen Sie dazu? Wenn mir das jemand sagt, dass die 16-Jährigen nicht die Reife haben, zu wählen, dann sage ich denen, Leute, ich fahre Woche für Woche durch Bayern, ich treffe Schulklassen, ich treffe Jugendgruppen. Und für mich gibt es aus diesem Dialog mit den jungen Menschen heraus keinen Grund, warum ich akzeptieren sollte und glauben sollte, dass ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige schlechter Politik machen oder verstehen oder mitgestalten können sollte, als ein 60-Jähriger. Ich merke, dass die jungen Menschen sehr, sehr genau wissen, was sie wollen. Und das ist das Schöne, dass sie auch in der Schule lernen, das zu artikulieren. Wir erziehen in der heutigen Zeit sehr selbstbewusste, aufrechte Demokraten, junge Demokraten. Und die haben es verdient, beteiligt zu werden. Für uns in der Landtagsfraktion der Freien Wähler ist klar, dass wir als Minimum das aktive und passive Wahlrecht für Jugendliche ab 16 bei Kommunalwahlen haben wollen. Jetzt gepaart mit den Bewegungen, die wir in Berlin erleben, also den Überlegungen der Ampelkoalition, das Ganze auch nach dem Modell aus unserer Fraktion auch für Europa- und Bundestagswahlen anzusetzen, würde ich sagen, man sollte aufgrund der Gleichheit der Wahlen darauf achten, dass man auf allen Ebenen dann mit 16 wählen kann. Das wäre bei meinem Sohn in einem Jahr. Wow, das kann ich mir jetzt noch gerade nicht vorstellen, aber wenn Sie das so sagen, leuchtet mir das auch ein. Aber testen Sie mal aus, Ihren Sohn, fragen Sie ihn mal zu 3, 4 Themen aus der aktuellen Politik und Sie werden sehr schnell merken, wenn Sie es ohnehin schon tun, beim Abendessen am Frühstückstisch, Sie werden sehr schnell merken, dass er wirklich genau weiß, was er haben möchte. Das muss nicht Ihre Position sein, aber es ist wichtig, dass diese Stimme ankommt, auch in den Wahlen. Werde ich ins Abendessen einfließen lassen, Herr Gotthard. Sie haben es eben schon mal angesprochen, Sie lassen gerade die Einrichtung einer landesweiten Fach- und Servicestelle für Jugendbeteiligung prüfen. Was ist denn da genau der Zweck und die Aufgabe? Im Grunde geht es darum, zu schauen, dass überall dort, wo junge Menschen sich beteiligen wollen, sei es in der verbandlichen Jugendarbeit, in der offenen Jugendarbeit, in der offenen Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene, dass es für die einen neudeutsch One-Stop-Shop gibt, das heißt also eine Adresse, eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, um nachzufragen, was sie denn tun können, wen sie kontaktieren können, um das und jenes möglich zu machen. Und ich sehe die Stelle am allerbesten aufgehoben beim Bayerischen Jugendring. Da sitzt jetzt schon die Kompetenz und da können wir diese Stelle ansiedeln, um eben nochmal diesen One-Stop-Shop zu machen. Es gibt eine Adresse, da erfahre ich, wie ich mich besser beteiligen kann. Was ich übrigens auch sehr spannend finde, Sie wünschen sich, dass Kommunen zum Beispiel Jugendparlamente und Jugendforen etablieren. Warum ist das Ihnen so wichtig? Weil es wichtig ist, die Jugendbeteiligung zu verstetigen. Ich finde es gut, wenn Jugend immer wieder so punktuell beteiligt wird, wenn wir zum Beispiel im Landtag einmal zu einem großen Jugendparlament laden. Das ist gut. Aber richtig nachhaltig wird die Wirkung, wenn ich es dauerhaft beteilige. Und gerade in der kommunalen Ebene ist es so, dass es ein Wirkungskreis der jungen Menschen betrifft, den sie sehr schnell verstehen können, weil es direkt vor ihrer Haustüre ist, weil es Probleme sind, die aus dem Alltag kommen. Da geht es darum, ist meine Gemeinde jugendgerecht? Gibt es einen Jugendtreff? Brauchen die Jugendlichen eine Skaterbahn, was auch immer? Das sind die Dinge, die muss man mit den Jugendlichen besprechen. Und ich finde, es gehört zu einem vernünftigen Gemeindeentwicklungskonzept, da den jungen Menschen wirklich ein dauerhaftes Forum zu bieten, auch keine Angst zu haben vor dem Votum der jungen Menschen. Herr Gotthard, Sie haben mal gesagt, dass Jugendbeteiligung die Voraussetzung für ein fundiertes Demokratieverständnis ist. Was genau meinen Sie? Ich meine es so, dass wenn Sie in jungen Jahren schon erfahren, und das beginnt wirklich sehr früh, ich würde sogar sagen, das beginnt schon in Kindergarten, in Grundschule. Wir Freie Wähler haben die Schüler mit Verantwortung an den Grundschulen eingeführt, weil wir gesagt haben, die Kinder sollen bereits in der Grundschule lernen, sie dürfen sich beteiligen an der Gestaltung und Entwicklung ihres Lebensumfeldes. Und wenn das Kinder von Grund auf lernen,
wenn er mit 10 Jahren schon sagt, ich hätte ganz gerne, dass das Bild in der Aula eher orange denn grün ist, was jetzt nicht politisch zu werten ist, dann lernt er, dass es Sinn macht, sich einzubringen. Und dann wird er auch als 18-Jähriger, als 20-Jähriger, als 30-Jähriger sagen, es macht jetzt Sinn, dafür zu kämpfen, dass wir einen zweiten Kindergarten bekommen, weil es mir wichtig ist. Und weil ich weiß, ich muss runter vom Sofa rein in die Demokratie, das muss jetzt nicht parteipolitisch sein, aber ich muss mich beteiligen. Und wenn Kinder das lernen, ist es ein wunderschöner Beitrag für die Demokratie der Zukunft. Finde ich auch. Jetzt haben Sie schon wirklich viel erläutert. Was wollen Sie denn noch tun, um die Jugendbeteiligung bei uns in Bayern auszubauen? Ganz ehrlich ist mir jetzt in diesem Jahr der Dialog mit der jungen Generation wichtig. Wir müssen schauen, neben den Projekten, die wir jetzt angestoßen haben, mit dem weiterbleibenden Hauptziel der Absenkung des Wahlalters, was brauchen denn die Jugendlichen? Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt der Jugendbeteiligung, nicht immer zu glauben, wir wüssten, was die Jugend braucht. Ich kann am besten mit der Jugend ihre Welt gestalten, wenn ich sie frage. Und das gilt jetzt auch für mich oder für uns als Landespolitiker. Wir wollen in dem Jahr schon auch wissen von den Jugendlichen, wie soll es denn weitergehen? Was soll man denn 2023 oder in der nächsten Legislatur anpacken? Was ist euch wichtig? Und ich bin überzeugt, da kommen auch von Seiten der Jugendlichen sehr, sehr klare Vorstellungen, was wir in Bayern zu tun haben, damit es für die Jugend noch besser läuft. Was können denn die Jugendlichen selbst tun, um sich mehr Gehör zu verschaffen? Was die Jugendlichen selbst tun können, ist niemals Scheu zu haben, einen Politiker anzusprechen. Sei es jetzt bei einer Veranstaltung, sei es bei einem Schulbesuch oder sei es auch, dass sie ihm einfach eine E-Mail schreiben oder über die neuen Medien ihm einfach eine Nachricht bei Facebook oder selbst bei TikTok kann ich eine Nachricht drüber senden und kann sagen, das wäre mir wichtig. Und ich finde, das den Jugendlichen zu vermitteln, dass es kein Oben und Unten gibt, dass der Politiker, was er früher, also ich kann mich noch in meiner Zeit, als ich Jugendlicher oder Kind war, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwo einen Landtagsabgeordneten mal schnell anzustupsen. Das muss sich aber ändern und die Zeiten haben sich, glaube ich, auch geändert. Also ich persönlich sehe mich als ein Dienstleister, als Politiker und das gilt auch für die junge Generation. Übrigens habe ich auch deswegen in der Corona-Phase eine eigene Kinder- und Jugendsprechstunde eingeführt bei mir. Die läuft online, läuft sehr gut und da ist es zum Beispiel so, da haben Eltern quasi Zutrittsverbot oder zumindest einen Maulkorb und dann dürfen wirklich die Kinder und Jugendlichen, meistens also die jüngsten waren jetzt so 6 Jahre, die dann dabei sind und mir einfach sagen, was ihnen wichtig ist. Und das ist sehr spannend, dazu zu hören. Haben Sie da ein Beispiel? Das finde ich ja super spannend. Mit welchen Sachen kommen die denn da an? Also bei der Jugendsprechstunde war es zum Beispiel so, dass die Jugendlichen jetzt aus dem Schulalltag heraus, aus dem Corona-Alltag, mir berichtet haben, wie es mit den Tests zum Beispiel läuft. Ich hatte ein Beispiel, das war ganz am Anfang der Testphase, da hat mir eine, ich würde mal sagen, ich glaube, sie war 10 Jahre alt, hat mir gesagt, dass es so schwierig ist, die Tests, diese Testfässchen am Tisch aufzustellen und nicht umzuschütten. Aber sie hätte eine Idee, das ginge sehr gut mit einer Wäscheklammer, die man an diesem Testfläschchen festmacht und dann steht das Testfläschchen. Das habe ich weitergegeben und dann ging es als ein Hinweis aus dem Kultusministerium raus, dass man mit sehr einfachen Mitteln, Klammer auf, Wäscheklammer, Klammer zu, dafür sorgen kann, dass die Tests in der Handhabung für die Kinder einfacher werden. Da ist quasi ein Vorschlag einer 8-Jährigen zu einem Hinweis des Kultusministeriums geworden. So, in der Art läuft es. Und dass Sie sich dann wirklich an einen Politiker wenden, finde ich sensationell. Dann habe ich noch eine letzte Frage, Herr Gotthardt. Wir schauen mal wieder in die schöne Kugel für die Zukunft. Mhm. In 10 Jahren gehen wir mal davon aus, dass Ihre Maßnahmen etabliert sind zur Stärkung der Jugendbeteiligung. Wie ist es in 10 Jahren? Schauen Sie mal in die Zukunft. In 10 Jahren hat sich, glaube ich, an der Politik insgesamt nicht so viel verändert, weil ich davon ausgehe, dass anders als die es kritisieren, eine Absenkung des Wahlalters nicht für eine komplette Revolution der Mehrheitsverhältnisse im Parlament und der Ausrichtung der Politik sorgt. Aber wir werden es in 10 Jahren erreicht haben, dass junge Menschen noch mehr und besser wissen, dass sie wirklich Teil der Gesellschaft sind und da auch mitreden dürfen. Und wir werden eine Kultur des Mitredens etabliert haben, die in der Politik von der Jugend auswirkt. Also ich glaube, dass in 10 Jahren die Älteren sagen werden, Mensch,
so wie die Jungen das machen und so wie die sich einbringen, daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Das wäre meine Idee für in 10 Jahren. Wenn wir das erreichen, dann glaube ich, dann können wir eine zweite rote Schleife in unser Jubelpaket machen. Vielleicht treffen wir uns dann nochmal in 10 Jahren und blicken auf dieses Gespräch zurück, Herr Gotthardt. Vielen herzlichen Dank. Ich sage Dankeschön.